Hey Leute, nichts geht mehr. Ich hoffe mal nicht im wortwörtlichen Sinne. Ich stehe hier jetzt vor dem Boss und hoffe, das geht irgendwie gut. Obwohl ich sagen würde, es steht so 70, 30, 80, 20 gegen mich. Aber wir werden mal schauen. Also, mal gucken. Ich werde jetzt noch mal kurz einen Blick auf die Relikte werfen, um mich noch mal kurz zu erinnern, was ich denn hier alles so Tolles hab. Aber im Prinzip ist das ja alles selbsterklärend. Zum Glück habe ich hier noch auf jeden Fall den Echsenschwanz. Ja, und das andere ist halt, Vogelurne ist auch klar. Und das sieht alles soweit ganz gut aus. Ich muss hier gar nicht so sehr auf die einzelnen Sachen achten. Dekorativer Fächer wäre noch was. Aber dann würde ich doch mal sagen, ich drücke mich hier nicht mehr länger vor den Boss. Dann gehen wir mal zum Boss. Ich versuche das auf jeden Fall alles ein bisschen langsamer anzugehen. Versprochen. Und etwas mehr zu überlegen. Was haben wir denn hier? Das sieht momentan nicht so toll aus, weil wir nichts zum Blocken haben. Dann würde ich doch erstmal sagen, spielen wir giftige Dämpfe. Und einmal das Nachbild. Und du bekommst Stärke, wenn wir eine Macht ausspielen. Das ist natürlich ganz großes Kino. Gut, was tun? Einmal Dolchwolke raushauen. Dann würde ich sogar sagen, Mäulchen können wir auch schon gleich mal. Kniestoß passt da auch schon mal ganz gut. Akrobatik wäre jetzt eine Option, wenn wir den Energietrank nehmen würden. Aber bevor ich nehme erstmal hier schon mal den Geschicklichkeitstrank für mehr Block. Energietrank, ich glaube, den hebe ich mir auf, wenn wir an einen Punkt kommen. Eine knifflige Situation, sage ich es mal einfach so. Gut, beenden wir mal den Zug. Kassieren wir ein bisschen Schaden. Acht mal vier. Okay, neutralisieren bitte. Nur noch 6 mal 4. Alles klar, ne? Das ist jetzt... Wow. Das ist jetzt aber extrem doof. Dolch und Mantel. Dann kriegen wir zumindest ein bisschen Block. Zahllose Klingen. Ja, können wir von mir aus auch spielen. Aber da bekommst du dann wieder Stärke mit. Das ist jetzt aber... Das ist jetzt schon ein bisschen... sehr blöd. Damit können wir nochmal Block bekommen. Und deswegen würde ich mal sagen, spielen wir mal... Verschwimmen. Dann haben wir 26 Block. Damit können wir doch erstmal arbeiten. Ich könnte natürlich jetzt einen Energietrank nehmen, um ausmanövrieren zu spielen. Dann hätten wir im nächsten Zug 3 Energiepunkte mehr. Die Frage ist nur, ob wir im nächsten Zug dann wirklich so viel brauchen. Ich lasse das erstmal so. Dann müssen wir erstmal hier an der Stelle mit dem Schaden leben, der uns zugefügt wird. Nicht ganz so schlimm wie erwartet. Das Blöde ist nur, er hält sich hier immer hoch. Und wir können gerade mal so einen von seinen Lakaien ausschalten. Aufspießen wäre natürlich jetzt auch gar nicht mal so eine blöde Idee. Klinge vergiften. Ich habe schon wieder nichts zum Blocken auf der Hand. Was ist das denn? Klinge vergibt. Ja, das ist wieder Macht. Das ist halt alles ein bisschen doof. Machen wir das doch mal so. Gut. Aufspießen. Dann noch 2. Das wird nicht reichen. Aber ich spiele, glaube ich, erstmal Klinge vergiften. Und
Messerangriff. Ich hätte natürlich vorher auch schon verwundet spielen können, ja. Taktika ist jetzt nicht so sinnvoll. Das ist schon wieder... Das ist kein guter Start. Wo sind die ganzen Blockkarten? Aber wenn wir sterben sollten, werden wir ja zum Glück einmal wieder belebt. Also von daher, damit sollte man doch arbeiten können. So, Dolch und Mantel. Gut, dann einmal Unheil. Und Spurt wäre eine Option gewesen. Ah, verdammt. Hätte ich mal lieber Spurt spielen sollen. Da war ich ein bisschen zu vorschnell. Aber wir haben jetzt 24 Block. Perfekt, dann passt das doch. Ja, das ist echt gut mit den paar Klingen im Deck. Dann kriegen wir noch immer ein bisschen Block dazu. 10 mal 4. Ach Gott. Ich glaube, da nehme ich doch mal gerne Verteidigen. Schneller Hieb können wir einmal spielen. Dann, nee, Überlebenskünstler. Und ja, Leichenexplosion brauchen wir jetzt mal gar nicht. Messer dann noch. Jetzt wäre vielleicht schon eine Option, einfach mal einen Trank zu nehmen für mehr Block. Aber ich spiele immer kalkuliertes Risiko. Wir sehen ja, was das gibt. Krähenfüße, endlose Qual ist jetzt irgendwie nicht so toll. Aber wir haben immerhin 30 Block gesammelt. Gut. 26 Lebenspunkte noch. Oh Mann. Fußfeger. Ja, 17 Block, definitiv. Dann nochmal verteidigen. Obwohl, Moment, wir hatten ja schon 18. Okay, Schnitt, dann halt Messer. Dann kommt da immer schön mehr Gift. Obwohl das noch ein bisschen dauern wird. Könnte problematisch werden. Dadurch, dass er nicht gerade wenig Schaden verursacht. So. Einmal Spurt, bitte. Und Verschwimmen kommt doch schon mal. Kommt super, ja doch. Dann hauen wir nochmal Messer heraus. Für noch mehr Gift. Und beenden den Zug. Ich muss dran denken, er wird wiederbelebt, wenn er stirbt das erste Mal. Und wir werden einmal wiederbelebt und bekommen dann die Hälfte der Lebenspunkte wieder. So, oh Gott. Das ist jetzt nicht wahr. Also, nee. Okay, einmal Akrobatik, Straucheln, da können wir eigentlich drauf verzichten. Fußfeger kommt doch schon fast wie gerufen. Können wir nochmal Messer spielen? Bin einfach zu viel in der Defensive. Aber letztendlich funktioniert das Deck auch so. Das Problem ist nur, dass dieser Ansatz beim Endboss nicht so wirklich klappt. Aber ich kann jetzt hier ruhig zweimal Dolch und Mantel spielen. Ja, und dann auch nochmal... Moment, wir haben ja 18 Block. Brauche ich das nicht nochmal verteidigen spielen? Dann können wir Schnitt raushauen, damit ein Messer angreifen, nochmal Messerangriff hinterher setzen. Und dann nochmal Schlag spielen und dann noch das Messer. Dann hat er jetzt schon 24 und das auch noch. Dann hat er 25 Gift. Das könnte durchaus funktionieren. Wenn ich ein bisschen so Kartenglück haben werde. Was ich ja am Anfang nicht hatte. Was ein bisschen doof war. Durchbruch kommt jetzt schon mal ganz nett. So, neutralisieren möchte ich gerne spielen. Kostet zum einen nichts und zum anderen macht er dann weniger Schaden. Das Messer können wir hinterher setzen. Gut. Die nächste Fertigkeit. Das heißt, ich kann jetzt Durchbruch spielen. Und dann Überlebenskünstler. Und ich schmeiße jetzt hier einfach mal
Ja, ich glaube, ausmanövrieren passt nicht so wirklich in das Deck. Kniestoß können wir mit Kniestoß können wir an der Stelle nochmal angreifen. 29 Gift. Problem ist nur, wenn er stirbt und wiederbelebt wird, fangen wir mit dem Gift wieder bei, von vorne an. Der ist halt nicht so toll. Doppelte Menge. Das klingt doch schon ganz verlockend. Aber ich spiele doch erstmal lieber Dolch und Mantel. Messer, Messer, Katalysator. Ja, aber sowas von Katalysator. Und Leichenexplosion. Bam. 192 Schaden. Da konnten wir uns noch mal so ein bisschen vor dem gegnerischen Schaden retten. So, jetzt wird's tricky. Jetzt wird es echt tricky. Deswegen einmal Spurt. Wird uns jetzt nicht den Hintern retten, leider. Unheil. Und dann nochmal Messer hinterher. Ja, und dafür brauche ich jetzt auch keinen Energietrank nehmen. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Verdammt, er hat uns schon erledigt. Das war natürlich... Oh, jetzt wird's wieder... Jetzt wird's wieder interessant. Krähenfüße. Warum nicht? Einmal verteidigen. Und... Ja, komm, ich nehme jetzt hier den... Zwei Geschicklichkeit. Ja, ich nehme jetzt hier einfach den Energietrank. Und spiele dann dafür einfach Jäger. Wir müssen an der Stelle ein bisschen Druck aufbauen. Ah, noch 20 Lebenspunkte. Die Luft wird dünn. Die Luft wird dünn. Albtraum. 22 Schaden. Großes Finale. Ja, verteidigen. Verteidigen. Und... jetzt mal auf Schaden, Unheil und halt zum Gift, also das Gift erhöhen. Gut. Den Schaden können wir nochmal blocken. Das Problem ist nur, wenn er jetzt demnächst einmal wirklich massiv Schaden machen will, wird die Luft ziemlich dünn werden. Gut, einmal Spurt. Ich wollte jetzt eigentlich Genauigkeit spielen, aber nee, das spare ich mir noch. Und dann hier nochmal Dolch und Mantel. Können wir nochmal das Messer spielen und das Messer spielen. Und dann haben wir auch schon wieder 32 Block. Befürchte nur, das wird nicht von der Zeit reichen. 14 mal 3. Also es wird noch zu lange dauern, bis wir vernünftig Gift verteilt haben. So, Fußfeger. 20... Schneller Hieb, vielleicht bekommen wir ja ausmanövrieren, verdammt. Messer. Toll, jetzt kriege ich Katalysator. Alles klar. Das wird jetzt leider ein bisschen wehtun. Aber wir reflektieren den Schaden. 16 Damage. Los, komm, gib mir irgendwas mit Block. Ach, Mann. Das ist doch nicht wahr. Dann halt Kniestoß. Tja, das Problem ist nur... Das Problem ist nur, dass ich tot bin. Fersenklemme. Fersenklemme. Ah, und ich bekomme Schlag. Ja, ist klar. Einmal Schlag dann... Einmal Dolchwolke. Immerhin jetzt schon 14 Block wieder bekommen. Das Deck funktioniert doch ganz gut. Auch wenn ich hier weiter Lebenspunkte verlieren werde. Ich bräuchte jetzt einfach nur nochmal diese Karte, die das hier verdreifacht. Das wären 40. Moment, das müsste doch jetzt reichen, oder? Ich kann jetzt hier nochmal Neutralisieren spielen.
aufspießen, das wären dann 4 mal 10 sind 40. Ja, das müsste doch jetzt reichen. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Jawoll! Geschafft! Ah, ist das ein gutes Gefühl? Ist das ein gutes Gefühl? Das ist ja der Wahnsinn. Sieg! Fragezeichen. Jawoll! 757 Punkte. Das ist doch super. Perfekt! Einfach perfekt. Dabei stand es doch eigentlich relativ... Naja, das Deck war gar nicht mal so dumm. Es war auf jeden Fall eine Menge Synergien unter den unterschiedlichen Karten. Gab es da schon. Also da haben mehrere Sachen miteinander interagiert. Auf jeden Fall, wow, bin ich baff. Jetzt habe ich auch mit der Stille das Spiel durchgespielt. Jetzt kann der dritte Charakter langsam mal kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über einen Kommentar von euch. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.